Hallo, schön, dass ihr hier wieder dabei seid zu einer neuen Folge Let's Play Commandos Beyond the Call of Duty oder wie das Spiel auf Deutsch heißt, im Auftrag der Ehre. Das ist das Expansion Pack zu Commandos 1. Es sind insgesamt 8 Missionen. Ich bin jetzt in der 4. und die ersten 3 waren schon schwer. Und jetzt habe ich schon kurz reingeschaut in diese 4. Mission, ja, ihr auch, wenn ihr das letzte Video gesehen habt. Und da bin ich jetzt auf einem Bahnhof in Bonn. Ich wurde gewarnt, Achtung, das Level wird schwierig. Ich habe schon reingeschaut, es sind so viele Soldaten. Und vermutlich wird da länger brauchen, bis ich dieses Level schaffe. Aber ihr werdet alles miterleben. Ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt mal ein und schauen mal, was sich denn machen lässt. Die Auftragslage ist ja nicht so kompliziert. Es heißt einfach, ich muss einen Zug in die Luft sprengen und noch etwas dort in die Luft sprengen und dann abhauen mit einem anderen Zug. Klingt jetzt nicht so kompliziert, aber vor Ort schaut das sehr kompliziert aus, weil es sind so, so viele Gegner. Ich glaube, es war noch nie in einer Mission so viele Gegner wie jetzt. Und bei dem Spiel bedeutet das was, weil die Gegner sind, zumindest in der letzten Mission, waren die so eng beieinander alle und die haben sich so oft überschnitten in ihren Sichtbereichen. Also der eine hat immer auf den anderen aufgepasst und so weiter und so weiter, dass ich nicht weiß, ob das jetzt hier einfach sein wird. Ich vermute eher nicht. Aber ich mag das. Ich mag das, wenn es kompliziert wird oder wenn es schwer wird. Ich habe jetzt ja auch schon die anderen Spiele schon gespielt. Commandos 1, Commandos 2, Desperados, Shadow Tactics und sämtliche Erfolge bei Shadow Tactics. Also insgesamt sollte das doch ein bisschen was heißen. Aber sogar, ich würde es mal sagen, für mich ist das jetzt eine schwierige Situation hier, obwohl ich, sage ich mal, ein bisschen erfahren bin in diesen Spielen, ist das, glaube ich, schwierig. So. Lange Rede, kurzer Sinn, wir steigen ein. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge. Solltet ihr noch keine Abonnenten sein von meinem Kanal, vergesst nicht, vielleicht unten ein Abo dazulassen, kann man da unten draufklicken. Ich freue mich und ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge. So, da sind wir. Das ist ein bisschen leiser. Und wie ihr seht, wir sind diese drei Charaktere da unten und es gibt auch nur drei. Also es gibt mich, yeah. Also den Green Beret quasi. Yeah. Dann gibt es den Scharfschützen, der aber nur 5 Kugeln hat. Und wir haben hier grob jetzt so über den Daumen vielleicht 60, 70 Gegner. 70 vielleicht. Jawohl, Sir. Oder mehr. Und wir haben noch den Sprengstoffexperten. Früher nannte man ihn einfach den Pionier. Der Pionier hat jetzt etwas Sprengstoff mit, ein paar Granaten und seine Bärenfalle. Mhm. Der hier hat seine übliche Ausrüstung mit hier. Ich habe ein Messer, einen Stein, die Faust, um jemanden niederzuschlagen, die Hand, um jemanden zu tragen. Das ist quasi die Hand, das ist quasi seine Hand. Kann man Gegenstände tragen oder Personen. Leichen oder vielleicht betäubte Gegner, die ich eventuell mit Handschellen fessle. Und dann habe ich noch hier ein Funkgerät, das kann man irgendwo aufstellen und dann schaltet man es ein. Das erzeugt ein Geräusch und die Gegner laufen dann hin. Er selbst hier hat noch einen Erste-Hilfe-Kasten, um das mal kurz zu erklären für die, die das Spiel vielleicht nicht kennen. Also der zweite Charakter hat einen Erste-Hilfe-Kasten, ebenso eine Pistole, einen Stein, um jemanden abzulenken. Das ist das Scharfschützengewehr, das soll hier ein Scharfschützengewehr darstellen. Die 5 Kugeln. Jawohl, Sir. Und er hier hat noch diese Bärenfalle, der Pionier, damit kann man die aufstellen und Leute, die drüber laufen, sterben. Ich habe noch eine Dynamit, und zwar eins, was aus der Ferne gezündet werden kann. Und alle haben diese Möglichkeit dieser sogenannten Marionette, das heißt, ich kann jemanden knebeln oder betäuben, fesseln. Und dann kann ich ihn mit der Pistole bedrohen, solange er in meinem Sichtbereich ist, und ihn zwingen, irgendwo hinzulaufen. Das ist das Marionettensymbol hier. Und dann könnte der zum Beispiel jetzt so eine herumgehende Patrouille dazu bringen, stehen zu bleiben. Beziehungsweise jemand, der in eine Richtung schaut, ihn dazu bringen, in eine andere Richtung zu schauen. Und worum es eben hier geht, ist, man sieht immer diese Gegner. Die Gegner kann man anklicken und dann sieht man, wo die gerade hinschauen. Zum Beispiel sieht man, okay, der patrouilliert hier, der schaut immer so links, rechts beim Gehen. Das machen eigentlich alle. Keiner hat so einen starren Sichtbereich, sondern alle schwenken immer mit ihrem Sichtbereich. Und es gibt zwei verschiedene Bereiche. Es gibt einen hellen Bereich und einen dunkleren Bereich, der etwas durchsichtiger ist. Und im hinteren Bereich, also der Bereich, der etwas weiter entfernt ist von der Person, kann man liegen. Man
kann sich nämlich hinlegen. Verstanden, dann sieht er einen nicht. Verstanden. Und wenn man vorne liegt, dann sieht er dich trotzdem. Wenn man jetzt zum Beispiel im hinteren Bereich steht, dann erkennt er dich. Und sobald er dich erkennt oder dich sieht, läuft er sofort hin, beziehungsweise schreit Halt, Stopp. Und wenn das ein anderer hört, rennt er auch mit. Und dann gibt es meistens irgendwie eine Schießerei und du stirbst. Oder du stirbst nicht, weil du ihn erschießt. Dafür gibt es aber dann Alarm und dann kommen irgendwie neue Gegner. Die Gegner kommen dann zusätzlich zu denen, die es auf der Karte gibt, immer aus diesen Häuschen, die hier diese Nazi-Flaggen haben. Und das ist schlecht. Also niemals Alarm machen in der Nähe von solchen Häusern. Missionsziele. Ich spiele es übrigens, diese Mission spiele ich jetzt zum ersten Mal, habe ich noch nicht gespielt. Sind hier immer eingekreist. Das sind diese braunen Kreise, die es da gibt. Du musst unter anderem dieses Geschoss hier, dieses Geschütz in die Luft jagen, was hier auf diesem Zug stationiert ist, wahrscheinlich mit diesen Bomben. Und dann muss ich noch diesen Kampfzug da auch noch in die Luft jagen. Dazu sollte ich auch noch diese Fässer nehmen, dazustellen, damit das wirklich explodiert und dann meinen Dynamit dazulegen und dann sollte das explodieren. Und fliehen muss ich dann mit einem Zug, und zwar mit dieser Lok hier, in diese Richtung. So weit, so schwer. Ja, und ich bin da unten. Ich bin diese blauen Punkte und die roten Punkte sind die Gegner. So weit an Info. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie ich vorankomme. Okay. Also zum Beispiel, das da hier scheint ein erster Fall zu sein. Oder der hier, einer von den beiden. Logischerweise habe ich ein Problem. Hier. Ich weiß nicht mal, wie ich anfangen soll. Also, es wäre sehr gut, wenn der herkommen würde. Schon unterwegs. Erledigt. Deswegen. Ausgeführt. Aber ich muss ihn irgendwo töten, wo ihn der da nicht sieht, ne? Ich könnte ihn jetzt zum Beispiel hier hinterm Haus töten. So, wir speichern kurz. So gut wie erledigt. Quicksave. Bin schon unterwegs. Ja. Komme. Wir machen das so. Okay. Ich leg mal hier jetzt diesen Radiosender hin. Verstanden. Okay. Ausgeführt. Also jetzt hat mich das Ding gestreift, aber es ist auch nicht ausreichend. Ich glaube, das war gut. Jetzt werde ich hier den Radiosender einschalten. Jetzt läuft der hin. Geht los. Komme schon. Schaut sich um, was da los ist. Komme. Erledigt. Verstanden. Und ich glaube, das war gut. Die da oben sehen ihn auch nicht. Die laufen da jetzt zwar hier vorbei, aber sie sehen an diesem Wagen nicht vorbei. Der auch nicht. Und somit haben wir unsere allererste Leiche produziert. Komme schon. Du musst natürlich auch die Gegenstände, die ich verwendet habe, wieder einschalten. Und er hat auch kein Zigarettenpäckchen. Manche rauchen und haben deswegen ein Zigarettenpäckchen. Was sehr gut ist, ich kann das Zigarettenpäckchen nehmen. Okay, bin schon unterwegs. Und kann dieses Zigarettenpäckchen irgendwo hinschmeißen und die anderen, die auch rauchen oder rauchen wollen, laufen hin und wollen das Zigarettenpäckchen holen. Das ist eines der wichtigsten Dinge hier, weil ich sonst keine viele Ablenkungen habe. Dieser Sender da, dieser Störsender hier, der ist relativ laut. Der würde mehrere Leute anlocken. Wenn ich ihn eingeschaltet wäre, dass die da waren, wären die auch hergelaufen. Was natürlich nicht gut ist. Okay. Man spielt ein bisschen nach dem Mikado-Prinzip, sage ich immer, bei dem Spiel oder bei anderen Spielen dieser Art. Das heißt, man schaut immer, wen kann man als nächstes rausnehmen, ohne dass es den anderen auffällt. Das heißt, es darf kein Alarm passieren und man muss dennoch irgendwie weiterkommen. Jetzt haben wir zum Beispiel hier diese Dreierpatrouille, die patrouilliert hier. Die schaue ich jetzt deswegen an, um zu sehen, wie ist deren Tour, weil ich den da töten möchte. Und der hier steht eigentlich recht alleine da, bis auf den anderen Typen, der hier patrouilliert. Das heißt, entweder ich töte ihn, oder ich versuche außen rum zu laufen und töte den. Weil den ja auch keiner sieht, bis auf diese Patrouille, die hier vorbeiläuft. Wobei ich dann immer schauen muss, wo deponiere ich eine Leiche. Die Leichen dürfen auch nicht gesehen werden. Ich glaube, ich nehme jetzt mal diesen Typen mit und trage den mal unterwegs. Weg. Weil ich möchte eventuell Leute hier an. Ah, das war nicht gut. Also der hat mich gesehen, obwohl der relativ langsam ist. Erledigt. Ja. Ich glaube, ich bin zu langsam. Ah, verdammt. Ausgeführt. Das kann ich natürlich. Das passiert jetzt bei Alarm. So gut schlecht. Jetzt habe ich den erschossen.
ihr seht, es geht nicht. Also man kann nicht einfach alle über den Haufen schießen. Die haben nämlich auch sowas wie Lebenspunkte. Und dann geht sich das nicht aus. Es hätte auch sein können, dass ich den nicht hätte töten sollen, sondern vielleicht nur betäuben sollen und ihn als Marionette verwenden. Schaut jetzt ein bisschen seltsam aus, dass ich schon am ersten Gegner hänge. Ich hänge aber nicht, ich überlege nur, was ich machen soll. Das ist, was quasi hängen ist. Ich könnte ihn erschießen mit dem Scharfschützengewehr, aber ich habe so wenig Kugeln. Es ist so schwierig. Man hat nirgendwo die Möglichkeit, seine Munition nachzuladen. Jetzt habe ich für diese gesamte Mission 5 Kugeln. Es kann sein, dass ich irgendwo in eine Situation gerate, wo jemand zum Beispiel, keine Ahnung, da hinten steht und den vorderen, an den ich nicht vorbeikomme, immer anschaut. Dann brauche ich mal mein Scharfschützengewehr, um den hinteren zu töten, damit ich weiterkomme. Könnte jetzt zum Beispiel so ein Fall sein, dass ich jetzt den hier im Scharfschützengewehr einfach eliminieren kann und dann hole ich ihn ab. Könnte aber auch sein, dass es nicht gut ist, weil ich meine Kugeln noch später. So gut wie erledigt. Jetzt muss ich einen Weg finden, während dass die hier weggehen und der weggeht, dass ich eine größere Schlaufe laufe oder gehe in dem Fall. Okay, ja, komme. Erstmal. Okay. Verstanden. Und zwar, der darf mich nicht sehen, ja? Mhm. Erledigt. Ausgeführt. Schon unterwegs. Geht los. Das war gut. Mhm. Komme. Verstanden. Geht los. Das ist doch ein Kinderspiel. Verblüffend. Die von da oben haben mich jetzt gesehen. Okay. Ja. Probieren es nochmal. Komme. Okay. Die waren noch nicht vorbei hier. Okay. Ja. Wir müssen ein bisschen warten, dass sie da vorbeikommen. Schon unterwegs. Komme. Okay. Verstanden. Mhm. Rein technisch geht es ja aus, dass ich hinter denen hier hinstelle. Das fällt, glaube ich, dem auch nicht auf. Erledigt. Jetzt warten wir hier. Ja, ist gut. Jetzt warten wir, dass der hier wegläuft. Sieht mich der von da oben? Nein. Bin schon unterwegs. Komme schon. Verstanden. Ausgeführt. So gut wie erledigt. Ja, und schon der hat jetzt ein Zigarettenpäckchen. Der ist jetzt auch weg. Und da ich aber nur einen Spielstand habe, immer, also im Quicksave-Modus, mache ich ab und zu solche Spielstände noch. Ja, ist ja gut. Ich meine, wenn den da jetzt gar keiner sieht, dann kann ich den stehen lassen. Wichtig ist, dass die ihn jetzt auch nicht sehen, hier diese Dreierpatrouille. Rein technisch könnte ich ihn jetzt sogar jetzt abholen. Einfach. Komme schon. Okay. Und zwar, wenn der jetzt weggeht. Okay. Geht los. Ja. Okay. Dann okay. Das beeilen. Geht los. Verstanden. Komme. Okay. Okay. Ich habe jetzt aber auch schon das erste Zigarettenpäckchen. Jeder kann ein Zigarettenpäckchen aufheben von denen. Es kann aber nur einer hier lautlos töten. Er und die Bärenfalle. Die Bärenfalle funktioniert auch noch. Das ist doch ein Kinderspiel. Okay, so jetzt gehen wir wieder daher. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, also ich habe nicht geplant, mich nach rechts zu bewegen, ganz ehrlich. Aber, ja. Geht los. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, wo ich überhaupt hin kann. Überlassen Sie das nur mir. Bin schon unterwegs. So, wir machen das so. Ich stelle jetzt hier hinten so einen Störsender auf. Ja. Wir werden es jawohl, Sir. Habe verstanden. Verwenden. Verstanden. Erledigt. Komme schon. Schnell weiter weg. So. Jawohl, Sir. Und jetzt werde ich versuchen, die Bärenfalle vor dem Radio aufzustellen. Was ist versuchen, ich werde es machen. Ausgeführt. Erledigt. Ich komme sofort, Sir. Bestätigt, Sir. So soll es sein, Sir. So. Komme. Das wird klappen jetzt. Das ist die Frage nur, ob der im richtigen Moment sterben wird, ohne dass der es gesehen wird. Ich vermute mal. Okay. Das ist doch ein Kinderspiel. So, und jetzt muss man auf. Okay. Passiert das gleich? So gut wie erledigt. Er läuft. Schon unterwegs.
Verstanden. Zack, weg. Komme. Tötungsmechanismus Nummer 1 bei Kommandos 1. Okay, die Truppen kommen. Ausgeführt. Bin schon unterwegs. Oh. Komme. Okay. Hier bin ich jetzt eigentlich in einem sicheren Winkel. Okay. Verstanden. Mhm. Auch den hier könnte ich eventuell anlocken, der ist mir gar nicht aufgefallen. Ich glaube, wenn ich da alles in der ganz nah zur Wand stelle, höre da hin und würde herlaufen. Mhm. Komme. Verstanden. Jawohl, Sir. So, da holen Sie gerade ein Päckchen. Geht los. Ausgeführt. Okay, aber wir sind vorangekommen, es passt. Ja. Ich meine, grundsätzlich muss ich ja nach rechts, weil die Ziele hier sind und da sind. Es ist nicht verkehrt, nach rechts zu gehen, aber wenn ich hier fliehen will, muss ich mich um all diese Leute, auch um die auf den Dächern hier kümmern, wenn ich vorankommen möchte. Das heißt, ich muss definitiv zumindest mal hier hin. Was aber gar nicht so leicht ist, weil es durchaus sein könnte, dass ich eigentlich mir schwer tue, hier über dieses freie Gelände einfach drüber zu laufen. Ich weiß nicht, ob ich diesen ganzen Bereich hier links auch klären muss oder nicht, weil eigentlich ist hier links gar nichts. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich hätte hier noch so einen Wagen, den ich schieben kann. Vielleicht kann ich sogar andere Züge dazu verwenden. Ich sehe nur keine anderen hier. Man kann nämlich Züge schieben. Das war jetzt irgendwie so ein Hinweis. Man kann Züge hin und her schieben, um eine Sichtbarriere zu erzeugen, aber das ist ein bisschen übertrieben, weil es überhaupt keine Züge gibt, die ich brauche. Okay, ich werde mich jetzt auf jeden Fall nach rechts durchschlagen, weil ich sowieso hier das Ding in die Luft sprengen muss und den Bereich erklären muss. Deswegen gehe ich jetzt einfach nach rechts, weil sich das jetzt da auch anbietet. Ich bin jetzt hier schon auf halber Strecke. Bin in einer Sekunde da, Sir. Ich komme sofort, Sir. Mal kurz was probieren. Okay, bin in einer Sekunde da, Sir. Er wird nicht sehen, geht Typ. Los. Erledigt. Ja, Sir. Ich komme sofort, Sir. Also die sind hier eindeutig hier durch die Mitte durchmarschiert. Verstanden. Mhm. Jetzt werden wir hier mal eine Falle aufstellen. Ausgeführt. Der wird jetzt da drüber laufen und sterben. Warten wir kurz, dass er um die Ecke geht. Jetzt. Habe verstanden, Sir. Sehr wohl, Sir. Bin ich gespannt, ob es dann Alarm gibt, wenn einer stirbt oder der einfach nur stirbt. Früher in Commandos 1, also nicht jetzt in der Erweiterung, sondern einfach im ersten Hauptteil des Spieles, konnte man so patrouillierende Truppen erledigt. Auseinandernehmen, ohne dass es überhaupt jemandem aufgefallen ist. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Die schreien dann, schauen sich um und dann machen sie einfach weiter. Ein Verletzter! Alarm! Alarm! Es gibt Alarm. Ja, was passiert? Großartig. Der Alarm betrifft nie das gesamte Lager, sondern eben nur ein paar Leute. Ich könnte jetzt geduldig sein und immer wieder diese Falle aufstellen, immer wieder am selben Ort und könnte das halbe Lager damit erwischen. Eigentlich sonst keine Möglichkeit, hier jemanden zu erwischen. Außer mit dieser Bärenfalle. Also eine Dreierpatrouille kann ich nicht ausschalten, lautlos. Das funktioniert nicht. Man kann nicht den hinteren töten, dann den nächsten. Das merken die. Also gibt es immer irgendwie Alarm, wenn man beginnt, diese Leute zu erwischen. Und das Problem ist aber eben auch, dass es noch mehr Patrouillen jetzt geben wird. Und zwar zum Beispiel ist jetzt hier eine neue Dreierpatrouille, dann eine neue Dreierpatrouille. Das macht das Spiel dann einiges schwerer. Ich glaube, die sind auch neu. Also es klappt nicht so einfach. Nur Bärenfalle legen, immer wieder Bärenfalle legen. Aber die Dreierpatrouille, die vorher da war, die ist immer zu zweit. Jetzt könnte ich hingehen, die Falle aufmachen, nochmal hinlegen, die rennen wieder rüber. Bin in einer Sekunde da, Sir. Ich komme sofort, Sir. Ja, ich glaube, wir lassen das mit dieser Falle erstmal. Wir probieren mal, ohne Falle weiterzukommen. Ich komme sofort, Sir. Also zumindest ohne diese Patrouille zu töten. Okay, schon unterwegs. Es muss eine Möglichkeit geben, die zu erwischen, ohne... Ja. Also würde ich sagen, weiterzugehen, ohne die töten zu müssen, sagen wir es mal so.
Das heißt, ich muss die einfach nur beachten, wie sie hier laufen. Erledigt. Aber ein bisschen mehr Probleme als unter den einen. Und meine Kommandos, die hört ihr immer, die sagen immer erledigt, erledigt, komme sofort zu. Und wenn ich sie jetzt da hinschicke, der kommt an, dann sagt er erledigt. Da habe ich zumindest ein akustisches Signal, wenn ich woanders hingehe, okay, der ist jetzt gerade da angekommen, wo ich ihn hingeschickt habe. Vielleicht ist durch die Mitte laufen einfach besser. Weil es so schwierig ist. Bin schon zu unterwegs. Was besser ist jetzt. Den, also ich müsste definitiv erstmal an dem hier vorbei. Ausgeführt. Okay. Wir schauen mal kurz, wie weit sieht der letzte. Weil ich könnte hier hingehen, ein Zigarettenpäckchen daher schmeißen, der läuft. Dreht sich rum. Ich laufe ihm hinterher, töte ihn. Dann muss ich ihn aber schon mitnehmen und davon laufen. Zumindest bis hierhin, oder? Schaut irgendjemand daher. Ich glaube, das hier ist so ein sicherer Platz. Sogar. Jetzt werden wir jetzt mal kurz testen, ob das hier ein sicherer Platz ist oder nicht. Wenn die da hinten... Also man kann so einen Faden kurz am Boden legen und wenn jetzt ein Sichtradius durchschwenkt, steigt... Komme schon, komme. Ersetzt das Spiel, also wie soll ich sagen, zeigt mir das Spiel, welcher der... Okay. ...der Leute das hier macht. Ausgeführt. Ist dort jemand? Schon unterwegs. Komme schon. Erledigt. So gut wie erledigt. Verstanden. Okay. Hm? Geht los. Hm? Komme. Verstanden. Geht los. Ja, bin schon unterwegs. Die waren so schnell da. Die haben mich jetzt gesehen. Okay. Ja. Ich muss den irgendwie schneller erwischen. Komme. Okay. So gut wie erledigt. Verstanden. Echt ist jetzt besser? Erledigt. Theoretisch müsste ich so ausgehen. Schon unterwegs. Das ist doch ein Kinderspiel. Hm? Lauf mal. Geht los. Hm? Bin schon unterwegs. Komme. Verstanden. Geht los. Ja. Verdammt. Mist. Okay. Okay, ja. Ich muss einfach nur schneller Komme. Sein. Okay. So gut wie erledigt. Schon unterwegs. Verstanden. Hm? Geht los. Ich habe jetzt den einen da oben angelockt, aus Versehen. Erledigt. Ausgeführt. Geht auch nicht gut. Okay. Nein, ich glaube, ich bin einfach zu spät. Ich muss etwas warten. Ich muss viel früher los. Sobald die hier durch sind, muss ich los. Wie weit sieht der eigentlich? Schon weit. Ah, das ist schlecht. Der wird mich sehen, wenn ich mit dem jetzt dann davon laufe. Wir werden es kurz testen. Naja, er wird mich sehen, natürlich. Wenn ich jetzt da durchlaufe, muss ich genau Glück haben, dass ich dann da durchlaufe, wenn das ja nicht her schaut. Dann kann ich bis hier hinkommen. Ja, vielleicht geht es sich so aus. Okay, schauen wir mal kurz. Jetzt testen wir es nochmal. Also ich werde den Dreiertrupp einfach stehen lassen. Ich werde aber den töten, ohne dass es dem Dreiertrupp auffällt. So, und zwar jetzt gleich. Okay. Ja. Komme. Ist so doch gut jemand. Wie erledigt. Okay. Erledigt. Schneller bitte. Schon unterwegs. Verstanden. Bin schon unterwegs. Hm? Komme schon. Geht los. Ausgeführt. Ich muss jetzt kurz warten. Schon unterwegs. Hm? Ah, verdammt. Wer war das? Schon. Da hinten war noch einer. Okay. Ja. Okay, das geht sich trotzdem aus. Okay. Verstanden. Ich muss, glaube ich, jetzt nur ein bisschen Glück so haben. So gut wie erledigt. Hm? Was ist denn? Ist erledigt. Der hat mich gesehen zuerst. Schon unterwegs. Das ist doch ein Kinderspiel. Ausgeführt. Bin schon unterwegs. Machen. Geht los. Okay. Hm? Komme, komme schon. Na toll, jetzt muss ich verstanden. Gut noch. Geht los. Ja. Okay. Geht los. Verstanden. Komme. Hm?
schon. Das war sehr knapp. Nur weil ich jetzt erst nicht gescheit messen konnte. Manchmal funktioniert das nicht so richtig. Dann okay. Drückt man die Leute an und dann ja. Nimmt er den Befehl nicht wirklich an. So komm wir nochmal. Okay. So gut wie erledigt. Was verstanden. Erledigt. Also wenn ich ihn jetzt richtig erwischt hätte, jetzt geklappt. Schon unterwegs. Hm? Bin schon unterwegs. Geht los. Hm? Komme schon. Warte kurz. Ausgeführt. Schon unterwegs. Komme. Verstanden. Geht los. Ja. Okay, jetzt geht's okay. Aus. Okay. Geht los. Verstanden. Schneller. Komme. Hm? Das ist doch ein Kinderspiel. Okay. Ausgeführt. Erledigt. Wow. Alles ist knapp, wo ich ihn hingestellt habe. Ah, durchatmen hat funktioniert. Okay, einer weniger. So, jetzt habe ich mir einen Platz freigespielt, um eventuell auch hier vorbeigehen zu können, wenn ich dann möchte. Aber natürlich auch wieder hier ein Problem, dass auch hier wieder Leute sind. Und dann haben wir auch Dreierpatrouillen hier. Das ist kein netter Platz hier, ziemlich gefährlich, um hier durchzumarschieren, aber es geht. Wenn die jetzt nicht da sind, könnte ich jetzt hier nach rechts. Aber natürlich hier ein Problem, hier sind viele Leute. Manche auch oben. Die von da oben erwische ich nur, wenn ich selbst drauf klettere. Was echt schwierig ist. Also darauf zu klettern, ohne dass der mich sieht, der direkt auf diese Leiter schaut. Ich weiß nicht, ob es unmöglich ist, aber es ist auf jeden Fall schwierig. Hier reinzugehen zum Beispiel, ohne dass dich jetzt jemand sieht, ist auch schwierig. Ich habe auch nicht die Möglichkeit, Uniformen von denen anzuziehen. Im ersten Teil ging das nicht, im zweiten Teil schon, im ersten nicht. Außer ich habe eine Spion, aber ich habe keinen Spion in der Mission. Naja, also ich könnte da jetzt nach rechts durch, könnte dann was tun. Also hier habe ich, nehmen wir mal an, ich schleiche mich an diesen zwei Patrouillen vorbei. Wo komme ich hin? Also ich habe hier ein Problem. Es gibt hier oben zwei Gegner, die fast alles hier im Blick haben. Der hat das hier im Blick. Der hat viel im Blick hier. Ich muss immer, da habe ich das Gefühl, die Gegner nehmen und dann wieder zurücktragen in den Bereich, den ich schon freigespielt habe. Was aber jetzt hier schwierig ist, weil die hier Patrouille laufen. Hier gibt es wenig Leute. Im Vergleich. Also vielleicht gehe ich nach oben jetzt. Komme schon. Okay, und nimm mal kurz dein Funkgerät mal wieder. Wie nennt sich das Ding? Überlassen Sie das nur mir. Ablenksender heißt es. Okay. Okay. Ich glaube, ich gehe jetzt nach oben. Bin schon unterwegs. Und zwar. Ja. Keine Ahnung wohin, aber erstmal in die Richtung. Hier oben ist ein ziemlich guter Platz. So. Die sehen da nicht so wirklich hin. Niemand. Okay. So müssen wir aufpassen, aber. So mitten auf dem. Komme schon. Schon unterwegs. Platz, okay. Wo niemand hinschaut. Bin schon unterwegs. Geht los. Hm? Da ist zum Beispiel. Hier ist ein sicherer Platz. Erledigt. Ich das halt hier interpretieren. Naja, nicht ganz. Es ist nämlich die Frage, wo ich die Leute hinstelle. Ich kann nämlich diese Leichen nicht einfach da reintragen. In den Zelten oder in den Häusern. Ich kann sie nämlich nicht abwerfen, während dass ich in einem Haus bin. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja ein Maschinengewehr. Und ich denke mir, hier ist nichts, aber den habe ich jetzt nicht gesehen. Wo ist das Rätsel los? Also erstmal muss ich einen sicheren Platz finden, wo ich die Leichen hinstelle. Schützt auch den da, ne? Schauen wir denn hier aus, eigentlich? Gar nicht mal so schlecht, oder? Ich habe auch keine Züge, die ich da herstellen könnte, um einen kleinen Versteck zu machen, irgendwie.
drei sehen den da. Jetzt muss ich deswegen nach links einfach mich durcharbeiten, aber wie erwische ich die ganzen Patrouillen? Ohne hier das ganze Lager dann im Genick zu haben. Sagen wir mal, ich krieg den raus, den da. Kann ich ihn zum Beispiel hier töten? Ne, da kann ich ihn nicht töten, da sieht der ihn. Und der auch. Ich könnte ihn da töten. Aber ich sollte ihn dort nicht töten. Eine schwere Geschichte hier. Also wo, in welche Richtung gehe ich? Hier in der Mitte, einfach durch die Mitte durchzuspazieren, dachte ich, wäre eine gute Idee. Ist es aber nicht, weil der hier da ist. Wenn der nicht da gewesen wäre, könnte man eventuell sogar einfach jemanden da einfach platzieren. Aber sowohl von links als auch von rechts gibt es Leute, die da hinschauen. Wie weit sieht der eigentlich? Nicht sehr weit, aber... Was ist denn da hinten zum Beispiel jetzt? Was ist da hinten jetzt? Wir sehen, von dem sieht da noch jemand hin. Aha. Das ist ein sicherer Platz, oder was? Ich glaube, hier könnte ich jemanden hinstellen. Wo sieht der hin? Der sieht nicht hin. Wo sieht der hin? Hier. Das ist ein Platz. Okay. Das heißt, ich töte den da. Sieht der da hin? Nein. Das ist der Einzige, der hier hinschaut. Und somit ist er der Nächste. Wie weit schaut der? Weniger Mann, wie weit schaust du? Die sind so schwer anzublicken, warum ist das? Ja, also hier vorne kann ich jemanden töten. Ist ja verblüffend. Okay, ja, verstanden. Ah, verdammt. Also, wie laufe ich, damit ich den hier da erwischen kann? Ein bisschen schauen. Also während das er nach oben läuft, laufe ich dann nach unten, damit mich der nicht sieht, im Schutz von dem Ding da, kriege ich da entlang, kriege ich da rüber und stelle hier mein Radio auf. Dann komme ich und stelle unmittelbar daneben eine Falle auf. Ja. Ja, so machen wir das. Okay. Muss ich nicht aufpassen, ja, dass mich der jetzt nicht sieht. Komme. Okay, verstanden. Okay. Mhm. Geht los. Mhm. Komme. Hallo Mensch. Erledigt. Verstanden. Schon unterwegs. Ausgeführt. Ist das ein guter Platz hier, wo ich gerade bin? Ich glaube, es ist gar nicht so ein schlechter Platz hier.